Jetzt haben wir den 16. März und fangen jetzt erst mit der Düngung an. Das ist relativ spät, aber es ging vorher nicht gut. Da war der Boden noch sehr feucht. Jetzt nach 2 Tagen Sonne geht das sehr gut. Das ist der Stickstoff- und Schwefeldünger. Das ist in einem Dünger zusammengefasst. Diamon heißt der Dünger. Das sind 33% Stickstoff. Und 12% Schwefel. Für den Düngerwagen einen wunderbaren, fast 30 Jahre alten Renault. Die Firma Renault Agriculture gibt es so nicht mehr. Das hat die Firma Klaas übernommen. Baut heute die Traktoren. Dieser Traktor hat jetzt bald 13.000 Stunden und läuft. Läuft. Das hätte man ihm so gar nicht zugetraut. Seine ersten 2 Jahre hatte er einen anderen Besitzer. Und da war ein technischer Defekt, der immer wieder auftrat, sodass der Besitzer ihm den Traktor verkauft hat. In großer Unzufriedenheit. Ist auch nachvollziehbar, er sagte immer, wenn ich ihn brauche, ist er in der Werkstatt. Das ist jetzt hier nicht mehr so. Er hatte natürlich auch mal seine Reparaturen, aber läuft zur vollen Zufriedenheit. Natürlich Quatsch mit dem Handy. Das ist ein Problem der Jugend. Diese Telefone sind entweder in den Fingern oder am Ohr festgeklebt. Da gehören die gar nicht hin. Aber das gibt sich, denke ich, mit den Jahren. Da kehrt hier eine gewisse Vernunft ein. Das Telefon, das ist totaler Unsinn. Das hat man da nicht am Ohr. Das legt man weg. Telefoniert wird zu Hause und nicht unterwegs. Da bin ich vielleicht etwas altmodisch, aber aus meiner Sicht ist das Telefonieren während der Arbeitszeit Quatsch. Für Notfall will ich das einsehen, wenn jemand am Versterben ist, schwer verletzt. Sonst gibt es keinen Grund, darum zu telefonieren. Gut, es ist jetzt ein JCB, also JCB, Joseph Cyril Benford, so heißt er, der Lader. Und das geht so ganz gut. Die Firma JCB hat irgendwo 1946, glaube ich, angefangen, irgendwelche Kippanhänger zu bauen und hatten dann vielleicht in den 70er Jahren, schätze ich mal, so genau weiß ich das nicht, den ersten Teleskoplader gebaut. Teleskoplader deswegen, weil man den Arm, wir haben das eben so ein bisschen gesehen, ausschieben kann. Das ist dann das Teleskop, das also den Arm nach vorne schiebt. Das ist so ein bisschen unpraktisch, man muss hier immer den Hebel öffnen am Wagen, muss man einmal rumlaufen, der sitzt ein bisschen auf der falschen Seite im Verhältnis zur Tür von dem Teleskoplader. Aber es hält ja auch ein bisschen in Bewegung und das ist ja auch ganz schön. So, der Markus ist mir extra nach Hause gekommen. Normalerweise ist er jetzt in seiner Lehrstelle, aber nun ist Feierabend und er streut halt gern Dünger und macht andere Feldarbeiten aus Leidenschaft. Und deswegen hat er mir jetzt den Stecker weggenommen. Das soll mir recht sein. Er macht das sehr gut. Da gibt es eigentlich nie Probleme. Man spricht auch vom Trecker gehen. Das ist so sicher nicht feststellbar medizinisch, aber es gibt junge Leute, die
sich für die landwirtschaftliche Arbeit begeistern können. In den Düngerschleuder, der kommt aus Süddeutschland von der Firma Rauch. Das ist ein Spitzenprodukt aus deutscher Fertigung. Das andere gute deutsche Produkt in dem Bereich wäre die Firma Amazone. Die kommt aus der Gegend von Oldenburg. Hude heißt der Ort. Firma Rauch, das kommt aus Süddeutschland. Das ist ein sehr gutes Fabrikat. Und ganz wichtig, sie haben immer aktuelle gute Streutabellen. Dieser Dünger Piamon, der ist zwar jedes Jahr gleich, der kommt aus Piesteritz, von den Schickstoffwerten Piesteritz. Aber die anderen Dünger manchmal, die man so bekommen hat, kommen dann aus Ägypten plötzlich oder irgendwoher. Da ist es wichtig, dann die aktuellen Streutabellen zur Verfügung zu haben. Der Anhänger, der hält nicht mehr so ganz dicht, deswegen senken wir den jedes Mal ab. Außerdem ist das viel ungefährlicher, wenn da mal ein Schlauch platzt und jemand steht daneben, fällt das Ding einfach um. Oder wenn man Glück hat, weil es ja ein Einzylinder ist, zieht er sich einfach wieder zusammen. Sicherer ist trotzdem, damit nicht oben einer spielt und unten ist das Kind dazwischen. Die Schüler haben jetzt alle frei, Corona-Ferien. Das wäre schade, wenn hier ein schweres Unglück passiert. Das Einstellcenter, das ist die Postbrettmenge. Hier gibt es also keine Elektronik und keine anderen Plätzchen. Das ist einfach nur ein Schieber, den man entsprechend auf die Nummer einstellt, die man dann haben möchte. Die man sich dann in der Streutabelle ablesen kann. Muss man natürlich draußen nochmal nachmessen, über die Waage fahren nach dem Feld und vor dem Feld. Die Menge passt. Die Streubreite, das ist sehr schön einfach hier mit diesem Schalter hier mit diesem Rückhebel, man kann das Ganze hin und her schieben und schon ist der verschiedene Düngerform angepasst. Je nach Düngerart kann man dann hier die Einstellung wählen auf der Skala, damit das dann ein vernünftiges Streubild gibt. Das ist hier von der Firma auch ganz hervorragend gelöst. Einfach und besser geht es so nicht. Das sind die Streuscheiben, die dann mit höherer Drehzahl rotieren. Und das sorgt dafür, dass der Dünger gleichmäßig fliegt. So, jetzt im Einsatz. Es fliegt sehr schön. Jetzt kommt hier eine gewisse Überlappung zustande. Das ist notwendig, weil ja sonst andernfalls kein gleichmäßiges Bild entsteht. Streubild. Das ist dann heute so ein Tag, dass der erste, na gut, das Wochenende war sonnig, aber der erste Montag, wo man richtig gut auf dem Acker rumfahren kann. Da ist natürlich alles, was Traktor heißt, was als Traktor zur Welt gekommen ist, unterwegs, mit Düngerstreuen, auch die ersten Spritzungen, gerade so nach den Zuckerrüben, die spät gesäten Früchte, Weizen. Die müssen dann auch die Herbizidbehandlung in der Regel bekommen. Das wird jetzt alles durchgeführt, vielleicht im Raps eine Insektizidspritzung. Das Insektensterben ist nur eine Erfindung der Biologen. Auf dem Rapsacker ist das nicht nachvollziehbar. Schon heute, an diesem zweiten, dritten sonnigen Tag, haben wir also überall Fliegen, Wanzen, Rüsselkäfer. Das fliegt nur so rum. Und da frage ich mich, wenn die doch alle tot sind, wieso fliegen die dann noch? Hier nochmal so ein Schwarm. Ja, nun schon der offiziellen Lesart zufolge toter Mücken. Oder kleine Fliegen, was auch immer. Auf jeden Fall Insekten. Für tote Tiere sind die ganz schön munter, finde ich. Recht vergnügt und bewegungsfreudig. Das ist ja also das Insektensterben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann. In der Auflösung der Kamera, es schwirrt hier nur so rum. Da ist wirklich die Frage,
wieso sich dieses Gerücht vom Insektensterben so hartnäckig hält. Also hier die ersten Sonnenstrahlen, die ersten warmen Tage und es surrt und summt und schwirrt. Auch Wildbienen sind schon unterwegs. Also da kann man ein Insektensterben so sicher hier zumindest nicht bestätigen. Wir sehen jetzt hier bei dem Traktor den gleichmäßigen Streufächer. Man darf sich von dem Staub, der etwas rechts abtreibt, dem Düngerstaub, dem leichten Abrieb nicht täuschen lassen. Leichter Regen fällt der Dünger jetzt in den Weizen. Das ist etwas suboptimal, die Streutechnik an sich, weil natürlich eine windunabhängige Verteilung schöner wäre. Andererseits hat so ein Düngerstreuer so eine starke Flächenleistung pro Tag. Wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und den Dünger bereithält, vom Hof aus kann man da auch gut mal 100 Hektar streuen am Tag. Wenn noch jemand mit dem Wagen hinterher fährt, ist das vielleicht auch noch mehr. Also man kann da auch mal sich die windstillen Tage aussuchen, dann spielt das wieder keine Rolle. So wie heute. Ist natürlich sehr günstig. Ein leichter Wind macht nichts. Das ist doch ein schönes Bild, so in der Abendsonne. So ein wunderschöner Deutz-Traktor. Der Dünger fliegt so gleichmäßig. Der Specht ruft. Ich weiß nicht, wer das eben nicht gehört hat, den Spechtruf, dieses Glücksen. Der Specht lebt von Insekten. Der hackt zwar das Holz raus, aber nicht um das Holz zu haben, sondern um die Insekten darunter zu fressen. Also auch die recht hohe Anzahl der Spechte deutet einen starken Besatz mit Insekten an. Es gibt also auch solche indirekte Zeichen. Die Lerchen sind auch schon wieder unterwegs. Auch die sind nicht tot, wie es ja vom NABU gern behauptet wird. Wir haben sogar sehr viele Lerchen, die jetzt auch schon wieder fleißig singen und fliegen. Es ist nicht nur der Traktor, der hier Geräusche macht, sondern auch die Vogelwelt meldet sich fleißig zu Wort. Ist aber auch ein schönes Bild zum Traktor, wenn man da so ein bisschen Auge für hat, ein bisschen Freude dran empfindet. Das ist schon eine schöne Sache. Ganz so dicht kann man nicht rangehen, aber gleich die Düngerkörner anfliegen. Dann mache ich mal lieber die Augen so ein bisschen. Die Kamera freut sich da auch nicht riesig drüber, aber es ist auch nicht weiter schlimm. So ein Düngerkörnchen nicht gerade ins offene Auge, das ist schon richtig. Wir sehen also, dass das hier gut über die Mitte überlappt. Und dieses Dreieckstreubild, von dem man da spricht, mit flach abfallenden Flanken, in der richtigen Überlappung, ergibt dann eine gleichmäßige Düngerausbringung. Und nun kann er schon zum nächsten Acker.
das Konzert der Lerchen. Der Specht. Laut Nabu ist der Himmel über Deutschlands Wäldern stumm. Der Bussard, haben wir eben gehört. Also stumm ist hier gar nichts. Wir sehen die vielen kleinen Poren hier in der Erde. Jede Pore ist ein Regenwurmloch. Das zeigt uns an, dass dieser Acker sehr stark belebt ist. Der Boden ist aktiv und gesund. Das Bodenleben ist reichlich vorhanden. Ein Indiz dafür sind diese Regenwurmgänge. Der Acker ist im August gepflügt worden. Das sind jetzt 8-9 Monate ist das her. Und in der Zeit hat sich der Regenwurmbestand wieder stark aufgebaut. Dies ist der Abdruck eines Wildschweins. Das sehen wir an den sogenannten Afterklauen. Also nicht After von After, sondern After, also die sind hinten. Das heißt, die Laufrichtung ist nach da. Das ist kein besonders großes Tier, aber vielleicht, ich kann mich da jetzt grob verschätzen, ich würde mal sagen, vielleicht 25 Kilo ungefähr.